Liebe Freunde, willkommen zurück. So, unsere Reise geht weiter zum Flintstein-Grasland. Da haben wir noch einen neuen Ort entdeckt, Landstraße. Diese Straße wird gelegentlich von Reisenden genutzt, die sich auf dem Weg von Pitax nach Pavoy oder Numeria befinden. Ah, wir gehen aber jetzt hier weiter. Hügel der zwei Gesichter. Diese auf dem Gipfel eines Hügels gelegene Höhle sieht nach einem perfekten Ort für ein Lager aus. Von einem perfekten Ort für den Bau einer wilden Bestie ganz zu schweigen. So, niemand ist erschöpft, aber wir haben auch keinen Buff. Keinen Essensbuff. Das kann ja halt ziemlich krass werden. Wir haben einmal wir haben zwei Quests. Einmal Hauptstory, das ist mit, ist der obere Part. Und dann Amiri helfen ist halt nochmal eine Gefährtenquest. Wir rasten vorher einmal. Und wir kochen. Da habe ich hier plus 1 auf die AK für alle Gefährten. Ja. Das ist doch ganz gut. Pause beginnen. Lindsay wieder schreiben. Stehlen. Ach, ganz ruhig. Keine Sorge, Nock-Nock. Ich kann dir nichts stehlen, was du nicht hast. Alles hat funktioniert. So. Los geht's. Und da sind Barbaren. Ein Hauptbarbar, der sich Gewahrt nennt. Und Amiri ist auch dort, okay. Also wir buffen uns auf jeden Fall. Ganz klar. Schutz vor Gift. Schutz vor Furcht. Segnen. Todesschutz für Valerie. Dann haben wir unsichtbares Sehen. Heldenmut, ganz viel Heldenmut. Und Schutz gegen Pfeiler. Rindenhaut für Valerie. Und das war's. Ich glaube, eine Sache habe ich vergessen. Und zwar, das habe ich jetzt schon öfter vergessen. Ja, magisches Gewand. Das müssen wir mal anders positionieren. Ja, einmal so. So. Ja, das Kompetenzlied anwerfen. Da steht gewahrt. Ihr seid hier, sehr gut. Wurde auch Zeit. Die Schlacht hat noch nicht begonnen. Noch ist genug Zeit, die Sache durchzuziehen. Vor die Wahl zwischen zwei wichtigen Aufgaben gestellt, der Verfolgung Christians und der Abwehr einer Barbareninvasion in Brevoy, hast du beschlossen, Amiri zu folgen und deinen brevanischen Verbündeten zu helfen. Ja, das ist gewahrt von den Tigerherren. Er ist Dugats Schüler und außerdem ein Kleriker, doch dazu ein überaus kluger.
Sie stehen auf unserer Seite und wir beide haben eine Vereinbarung. Hört ihn einfach an, er wird alles erklären. Ich will euch keine Zeit stehlen, darum fasse ich mich kurz. Wir sind Amak und seiner verrückten Hexen überdrüssig. Ihr wollt den Brevanern helfen und wir wollen unseren Leuten die sinnlose Gemetzel ersparen. Wir haben gemeinsame Interessen. Die Stimme der Vernunft? Das hätte ich hier gewiss nicht erwartet. Offenbar können sogar numerische Barbaren in der Lage sein, langweiligen Frieden einer ordentlichen Runde Gemetzel vorzuziehen. Kaum lässt man Amiri mal kurz alleine, zettelt sie eine Rebellion an. Seht ihr mal wieder ähnlich. Warum seid ihr unzufrieden mit Amak? Ein Häuptling hat die Aufgabe, seinem Stamm Wohlstand und Ruhm zu bringen und nicht ihn mit leerem Geschwätz über eine prächtige Zukunft bei Laune zu halten. Der wahre Amak ließ einst ganz Numeria vor den Tigerherren erzittern. Und was hat dieser Amak getan? Unsere Leute grundlos in den Tod geschickt und das wird er auch weiterhin tun. Warum sollen wir die Brevaner überhaupt bekämpfen? Wird uns jemand dafür entlohnen? Die Schwestern vielleicht? Träumt weiter. Wir sind es leid, in einem Spiel als Bauern missbraucht zu werden, das wir nicht einmal verstehen. Nehmen wir doch mal an, euch als Beispiel. Ihr mögt nicht die wichtigste Person in den Flusskönigreichen sein, aber ihr seid mit Sicherheit kein Feind von euch selbst oder euren Leuten, richtig? Und jetzt versetzt euch in unsere Lage. Stellt euch vor, euer Häuptling befiehlt, euch alle eure Leute zu nehmen und mit ihnen von einer Klippe zu springen, nur weil eine alte Hexe prophezeit hat, es sei euer Schicksal. Was würdet ihr tun? Haben wir auch etwas neutral Gutes? Aber auch neutral. Komplett ausweichend. Was würde Elras tun? Ja, okay, dass es das Schicksal sei. Also es ist ja nicht mal die Rede davon, dass es irgendwas Gutes bewirken würde. Neutral. Keine Ahnung. Schwer zu sagen. Vielleicht hat er recht, vielleicht nicht. Man müsste sämtliche Umstände in Erwägung ziehen. Das haben wir getan und wir haben beschlossen, dass wir so einen Häuptling nicht brauchen. Wer sich Häuptling nennt, sollte für seinen Stamm sorgen. Wer das nicht tut, soll zum Abyss fahren. Ich dachte, euer Ziel bestünde darin, Restoff zu erobern und zu plündern. Amak hat das angeordnet, aber die Größe von Brevois Armee unterschätzt. Ihre Truppen würde nur etwa ein Drittel ausmachen, sagte er. Dabei ist noch nicht einmal die Verstärkung eingetroffen. Unsere heutigen Gegner sind nur ein Bruchteil von Brevois Streitmacht. Für uns ist kristallklar, dass die Restoff mit diesen Truppen und seinen Mauern zu stark für uns ist. Er würde nur die Armee der Schwertfürsten schwächen. Den Sotovas würde das sicher gefallen. Aber was hätten wir davon? Bezahlen würden sie uns garantiert nicht. Schließlich sind wir aus eigenem Antrieb hergekommen. Numeria ist ziemlich weit weg von hier. Wie seid ihr denn ins Grenzgebiet von Ostland geraten? Wir haben Pitax durchquert. Allerdings ist es uns ein Rätsel, warum König Irovetti uns passieren ließ. Unter den Kämpfern kursierten Gerüchte, er habe uns für den Angriff auf Restoff rekrutiert, aber mittlerweile wissen wir mit Sicherheit, dass uns niemand für diesen Feldzug bezahlt. Ich hasse es, ein Teil solcher Intrigen zu sein, aber noch mehr hasse ich jeden Häuptling, der für seine Leute solche Kabale überhaupt spinnt. Wenn ihr Amak über die Klinge springen lasst, wer wird dann euer neuer Häuptling? Wir finden jemanden, das ist im Moment nicht wichtig. Sie sind bereit, in ihren Reihen für Chaos zu sorgen.
Sie scheren sich nicht im geringsten um die Konsequenzen, nicht einmal um die Identität ihres neuen Häuptlings. Das ist eine tödliche Gleichgültigkeit, die schon an Wahnsinn grenzt. Unser Hauptziel ist es, Amak auszuschalten. Selbst ein hirnloser Säugling wäre ein besserer Häuptling als dieser Wahnsinnige, der diesen Harpien aufs Wort gehorcht und seinen eigenen Stamm vernichtet. Wie sieht der Plan aus? Um es kurz zu machen, ich kann mit etwas Hilfe ins Lager schleichen. Dort suche ich Amak und die Schwestern und reiße ihnen den Kopf ab. Ein großartiger Plan. In der Zwischenzeit bringt ihr eure Verstärkung zu den Brevanern. Der Anblick eurer Armee und die Neuigkeit von Amaks Absetzung müssen ausreichen, um unsere Brüder und Schwestern zum Rückzug zu veranlassen. Ist das alles? Ich habe das Gefühl, dass ihr etwas vor mir verbergt, Amiri. Ist das so offensichtlich? Mist, ich kann einfach nicht lügen. Also schön, ich muss dort noch etwas erledigen. Mein Stamm, die sechs Bären, hält sich im Lager der Tigerherren auf. Normalerweise wären sie mir ja egal, aber... Naja, sie haben die Lack. Und ich werde nicht zulassen, dass ihr jemand etwas antut. Ist das klar? Vielleicht sollten wir uns alle ins Lager schleichen. Seid ihr sicher, dass ihr mit Amak alleine fertig werdet? Was, ich? Gemeinsam ins Lager zu schleichen ist keine Option. Amiri gehört zu den sechs Bären, geht also problemlos als einer von uns durch. Bei euch funktioniert diese List allerdings nicht. Außerdem habt ihr eine Armee anzuführen, ohne die ist der ganze Plan sinnlos. Okay, wir sind bereit. Habt ihr euch vorbereitet? Sobald wir losschlagen, gibt es kein Zurück mehr. Es könnte eine Weile dauern, bis ihr wieder Gelegenheit habt, euch um andere Dinge zu kümmern. Ja, gehen wir. Okay. Da ist Amiri und Amiri kann noch befördert werden. Wie sieht's mit Gegenständen aus? Oh Mann. Ah. Wir haben hier noch eine Ritterrüstung plus 2. Sehr gut. Ganz viel Schmuck dabei. Das ist gut. Das Herz von Ira ist natürlich jetzt cool, wenn sie allein unterwegs ist. Solange diese Aura aktiv ist, erleiden Kreaturen in direkter Nähe des Trägers 2d6 Schaden pro Runde. Oh Mann, das ist gefährlich, aber gehen wir mal davon aus, dass sie alleine bei Gegnern steht, dann ist das ganz cool. So, haben wir noch irgendwas als Kopfschmuck? Oh, Charisma braucht sie ja eigentlich nicht. Ja, vielleicht sind Gegner aber auf dem falschen Fuß erwischt. Ansonsten hier noch ein Gürtel. Und zwar auf Stärke, Geschicklichkeit und Konstitution. Resistenz plus 1. Schutzring plus 1. Ah, das ist ja schon mal gar nicht so verkehrt hier alles. Und sie trägt den Eiszweihänder plus 1 anstelle ihres gigantischen Schwertes. Ah, okay. Sowohl die Angriffswahrscheinlichkeit, also die Trefferwahrscheinlichkeit, als auch der Schaden gehen nach oben. Okay. Gut. Und sie ist auf Level 10, kann also noch einmal aufsteigen. Entweder Barbar auf 10. Da würden wir eine Kampfrauschkraft bekommen. Und Schadensreduzierung nochmal. Also würde dann, jetzt aktuell kriegt sie bei jedem Treffer einen Schaden
weniger. Und bei, wenn man jetzt den Levelaufstieg bei Barbar machen würde, würde halt jeder Treffer 2 Schaden weniger verursachen. Oder den Kämpfer nochmal auf Stufe 2. Bonus Kampftalent und starker Griff. Plus 1 auf Kampfmanöver und Kampfmanöververteidigung. Ja, wir nehmen Baba. Und weiter. 4 Punkte. Athletik auf 11, ist Natur auf 11, Wahrnehmung auf 11 und Beweglichkeit auf 7. Kampfrauschkraft. Erhöhte Schadensreduzierung. Nochmal 2 Schadensreduzierung dazu. Innere Zähigkeit. Der Barbar ist immun gegen die Zustände Kränkeln und Übelkeit. Nehmen wir. Na. Erhöhte Schadensreduzierung. Und als normales Talent. Zusätzlicher Kampfrausch. Zusätzliche Kampfrauschkraft. Nee. Dann lieber zusätzlicher Kampfrausch. Okay. Also theoretisch wurden die jetzt hier schon von betroffen, von der Aura. Schauen. Also, das brauchen wir jetzt, würde ich sagen. Das Gold brauchen wir nicht unbedingt. Das kann man eigentlich auch da liegen lassen, aber die Heiltränke. Ein grauhaariger Barbar mit zahlreichen Narben sitzt vor dem Zelt. Er scheint zu dösen, aber als Amiri sich ihm nähert, unterzieht er sie einem prüfenden Blick. Guten Tag, Schätzchen. Leider kenne ich euch nicht. Woher kommt ihr? Seid ihr blind, alter Mann? Ich gehöre zu den Tigerherren und muss hier sein. Ich bin erst vor kurzem eingetroffen. Ich gehöre zu den 6 Bären. Mein Name ist Rimea. Ah, die Bären. Ihr kommt spät, Kindchen. Habt euch wohl verlaufen, was? Euer Stamm ist längst mit einer der Schwestern aufgebrochen. Nur eine Unruhestifterin ist geblieben. Wie heißt sie noch gleich? Ach ja, Nilak. Wo ist Damak jetzt? Woher soll ich das wissen? Er ist der Häuptling und wir sind im Krieg. Nehme an, er ist unterwegs und befehligt seine Armee.
Gibt es Schwestern hier im Lager? Eine ist irgendwo herumgelaufen, glaube ich. Hört euch um. Sie ist bestimmt rasch zu finden. Sie wird euch sagen, wohin ihr gehen sollt und was zu tun ist. Ich glaube eher, sie wird herausfinden, dass Amiri hier nichts zu suchen hat. Nilak, warum ist sie geblieben? Naja, bleiben ist nicht das richtige Wort. Sie wurde zurückgelassen. Wir haben sie an Armen und Beinen gefesselt und in Amaks Zelt gelegt. Sie war zu wortwitzig und zu nassforsch für ihr Alter. Wollte uns zu einem Aufstand aufstacheln. Sobald Amak zurück ist, wird er entscheiden, was mit ihr geschehen soll. Warum sitzt ihr einfach nur hier nur rum? Oh Kindchen, meine Zeit als Kämpfer ist längst vorbei. Kein Schwert konnte mich fällen, kein Pfeil mich durchbohren, aber der Zahn der Zeit hat unbeirrt an mir genagt. Wie ihr sehen könnt, für das Schlachtfeld tauge ich nicht mehr, aber ich kann nach wie vor hier sitzen und den Eingang bewachen. So bleibe ich nützlich. Es wird Zeit zu gehen, ich habe schon zu lange hier mit euch geplaudert. Moment mal, wo wollt ihr hin? Bleibt stehen, wenn euch etwas an eurer Haut liegt. Ihr habt ja keine Ahnung, wie wütend unsere Hunde sind. Normalerweise lassen sie Einheimische in Ruhe, aber sobald sie jemanden von den Bären wittern, greifen sie sofort an und gehen direkt an die Kehle. Ihr solltet euch einfach neben mich setzen. Die Schwester wird in Kürze hier sein und kann euch dann alles erklären. What's that? Lass mal beiseite stoßen. War das gut? Jetzt hätten wir hier auf jeden Fall einen Fluchtweg. So, da ist eine gesichtslose Schwester. Die anderen halten sich eventuell raus. Fesselt sie, sagt sie. Pixar, wir haben eine feindliche Spionin festgesetzt. Lass sie uns in Gorums Namen töten. Amak, 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 na los, Häuptling, erledigt sie. Bitte? Schwach, armselig, wertlos. Fesselt das Mädchen, sie wird nach der Schlacht hingerichtet, damit alle sehen können, was mit jenen geschieht, die sich Amak in den Weg stellen. Und nun setzt die Schlacht fort. Amak muss gehen. Niemand wagt es aufzubegehren. Es ist wichtig, das Wichtigste auf der Welt. Okay, der Typ ist krass, wenn er Amir einfach so one-hittet. Er ist gescheitert? Ach nö, warum? Amiris letzte Begegnung mit ihrem Stamm endete mit einem Massaker und einem Skandal. Sie gaben vor, dass sie kein Interesse an den Neuigkeiten zu ihrer Freundin Nilak habe. Doch kaum hörten wir, dass die sechs Bären gemeinsam mit den Tigerherren Brevoy angreifen, eilte Amiri ihnen zur Hilfe. Wir sollten nach der jähzornigen Barbaren sehen, damit sie nicht wieder alles vermasselt. Boah. Wir hatten ja gar keine Möglichkeiten gehabt, da irgendwas zu interagieren, irgendwas auszuwählen. Amiri ist jetzt im Lager. Wo steckst du, Amak? Komm heraus, du widerwärtiger Schurke.
Heute wirst du durch Amiris Hand fallen. Der brutalsten, wildesten und streitlustigsten Barbaren diesseits der inneren See. Oh, ich glaube, ich bin verliebt. Aber für Ablenkungen haben wir keine Zeit. In die Schlacht, Amiri. Finde Amak und schneide ihn in zwei Hälften. Tja, vielleicht ging das gar nicht anders. Mit Yamandi Aldori treffen. Yamandi Aldori, die Kommandeurin der Armee aus Brevoy, erwartet Verstärkung. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Es wird Zeit, sie über unsere Ankunft zu informieren. Ah, das stört mich jetzt doch irgendwie ein bisschen. Ich habe ja jetzt nochmal neu geladen und hier das Gespräch nochmal neu begonnen. Und habe jetzt Amiri sagen lassen, dass sie zu den Tigerherren gehört. Und einschüchtern 17. Aber das bringt ja alles nichts, ja. Boah, das gefällt mir aber auch nicht. Jetzt hier einfach angreifen. Ah. Hör zu, Graubart. Verärgert mich nicht, sonst lassen sich von euch nicht einmal mehr Einzelteile aufsammeln. Und nun redet. Sind die 6 Bären hier? Scheitert. Hey, alle mal hierher. Wir haben hier eine Spionin. Oha, Leute. Oha. Na gut, also hier. Die Aura anwerfen. Und dann Angriff. Das ist wieder zum Scheitern verurteilt. Ah, ist wieder hier mit Amak. Ja, jetzt wird es ja wieder umhauen. So, wieder die Variante mit den 6 Bären. Und jetzt mal hier langlaufen. Silvana, können die überhaupt kämpfen? Da hinten ist ein Pferd. Zwei Pferde. I need a challenge. Okay, mit den Reiten kann man nicht. Halt mal der gesichtslosen Schwester nicht direkt in die Arme rennen, ja. Okay. Let's go. War da irgendwo ein Unsichtbarkeitstrank in den Kisten? Das wäre ja sozusagen ein Hinweis. Jetzt raube ich ja doch das Gold. Na, verschwinden. Ja, das ist ein Hinweis, klar. Und hier unten raus kann man wahrscheinlich nicht. Wie sieht's mit Tränken aus? Mächtige Unsichtbarkeit. Nein! Und zu spät. Nein! So, hier einmal kurz sagen, 6 Bären. So. Dann gehen wir und stecken den Unsichtbarkeitstrank wieder in den Gürtel. Ich speichere jetzt nochmal. Patrouilliert ja da hinten irgendwo.
Hey! Ja, okay, sie entdeckt sie trotzdem. Ja, gut. Dann lassen wir das. Lassen Max jetzt noch einmal umhauen und dann akzeptieren wir das so. Okay, gut. Dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Macht's gut, bye bye.